Hey, ich bin's wieder, Ralf Bohlmann mit dem Better Day Podcast. Lass uns heute mal darüber reden, was dein Körper an Bewegung braucht, damit er gesund, schlank, fit und leistungsfähig bleibt. Vorher kurz das Neueste von Koro, meinem Partner für diesen Podcast und vielleicht deine beste Quelle für haltbare Lebensmittel. Erstmal grundsätzlich, haltbare Lebensmittel sind natürlich nicht grundsätzlich schlecht. Frisch ist immer besser, klar, aber frisch ist ja nicht immer verfügbar. Und haltbare Lebensmittel begleiten uns schließlich auch schon seit ein paar Jahrtausenden. Nüsse, Samen sind von Natur aus lange haltbar. Früchte kann man trocknen und dann sind sie ebenfalls haltbar. Sie verlieren sicher Vitamine, das ist richtig, aber Aminosäuren, Fettsäuren und sekundäre Pflanzenstoffe sind sehr stabil und bleiben auch in haltbaren Lebensmitteln erhalten. Also, die Mischung macht's. Die Produkte von Koro sind bio, sind auf natürliche Weise haltbar und sie sind wenig verarbeitet. Und darum bestelle ich bei Koro. Kannst du auch machen bei www.korodrogerie.de und der ständige Rabattcode für meine Hörer lautet RALF, R-A-L-F, spart jedes Mal 5% und läuft nicht ab. Darfst du auch weitersagen. Es gibt übrigens ab sofort den berühmten Koro Adventskalender, aber da solltest du schnell sein, die sind erfahrungsgemäß sehr schnell weg. Ein absoluter Tipp von mir. Zurück zur artgerechten Bewegung. Stell dir vor, du kaufst ein feines, scharfes, teures Filetiermesser. Und dann versuchst du damit eine festsitzende, angerostete Schraube aus einem Brett zu drehen. Würdest du nicht machen, richtig? Natürlich nicht. Das wäre kein artgerechter Gebrauch für ein Filetiermesser. Stell dir vor, du gönnst dir einen Sportwagen der Marke Ferrari und fährst mit ihm ins Gelände, in die Kiesgrube oder in den Wald, um ein bisschen rumzubrettern und die Sau rauszulassen. Würdest du auch nicht tun, ist mir klar. Wäre nicht artgerecht. Ein Sportwagen gehört auf die Straße oder besser noch auf die Rennstrecke. Mit einem Land Rover Defender mit Zebralackierung, der klassische Daktari Afrika Geländewagen, damit würdest du wiederum nicht auf die Rennstrecke fahren. Macht keinen Sinn. Ist nicht artgerecht. Glaubst du, dein Homo Sapiens Körper ist dafür geschaffen, beim Frühstück auf einem Stuhl zu sitzen, dann eine Dreiviertelstunde im Auto auf dem Weg zur Arbeit, danach 10 Stunden in einem Bürostuhl, wieder eine Dreiviertelstunde im Auto, dann eine halbe Stunde am Tisch beim Abendessen und dann 3 Stunden auf dem Sofa vor der Glotze oder mit dem iPad in der Hand? Nein, ist er nicht. Nicht artgerecht. Leider. Unser Körper ist von der Konstruktion her, Füße, Waden, Beine, Hüfte, Wirbelsäule, Hals, Nacken, Haut mit Schweißporen, Hände und Finger zum Greifen, für etwas völlig anderes gedacht. Er ist dafür geschaffen worden, sich täglich stundenlang aufrecht auf 2 Beinen fortzubewegen. Beim Sammeln von Nahrung, auf der Suche nach Spuren und auf der Jagd nach Beute. Beim Heimtragen der Beute. Beim Sammeln von Holz und Baumaterial für einen Unterschlupf. Zumindest ein paar Stunden am Tag gehen, laufen, rennen, springen, werfen. Das wäre artgerecht. Dafür ist unser Körper gemacht. Passt kaum noch in unser modernes Leben im 3. Jahrtausend nach Christus. Klar, zumindest für viele von uns. Vor 40, 50 Jahren, als ich ein Kind war, da habe ich das noch etwas anders erlebt. Mein Vater war selbstständiger Handwerker, war den ganzen Tag auf den Beinen, hat körperlich gearbeitet. Meine Mutter ebenso, hat 4 Kinder versorgt, eingekauft, den Haushalt geschmissen. Und wir Kinder sind zu Fuß in die Schule gelaufen und zurück, hatten am Vormittag ein paar Stunden Schule, klar, und ab Nachmittag waren wir draußen, auf der Straße oder im Wald, das ganze Jahr. Aber heute ist heute. Ist halt so. Wir leben nicht mehr artgerecht, aber wir können artgerechtes Leben nachahmen, indem wir Bewegungselemente, die unser Körper braucht, nachahmen und praktisch künstlich in unser Leben integrieren. Wie? Indem wir uns täglich auf 2 Beinen bewegen, zumindest etwas. 10.000 Schritte, spaziert, gegangen, gejoggt, gelaufen, egal. Das entspricht etwa 100 Minuten, in denen wir unseren Körper artgerecht benutzt haben. So als Grundausstattung für einen bewegten Lifestyle. Wenn wir dann noch die Muskeln und Gelenke benutzen, die die Natur uns geschenkt hat, damit sie nicht verschwinden, die Muskeln, oder einrosten, die Gelenke, dann bleiben sie uns stark und funktionsbereit erhalten. Für später mal. Und wenn wir auch hin und wieder mal die Fähigkeit abrufen, uns schnell, intensiv und ausdauernd zu bewegen, dann erhalten wir uns auch diese Fähigkeit. Kann ja nicht schaden, ein gewisses Maß an Kraft, Schnelligkeit, Ausdauer, Agilität, Beweglichkeit und Koordination zu besitzen. Und außerdem kann man bei Bewegung und oder Sport auch prima die Kalorien verbrennen, die man vorher lecker gegessen hat. Und es könnten sogar Muskeln entstehen, wenn man es dabei mal richtig krachen lässt. Macht ja auch was her.
Und was dabei alles an Hormonen produziert wird im bewegten Muskel. Glückshormone, Antriebshormone, Sexualhormone, all das gute Zeug. Wir leben, was die Benutzung unseres Körpers angeht, nicht mehr artgerecht. Dazu müssen wir zurück in die Savanne. Und das wollen wir nicht. Will ich auch nicht. Also bleibt uns als Ausweg, wir simulieren artgerechte Bewegung unseres Körpers. Indem wir uns täglich auf zwei Beinen aufrecht bewegen. Indem wir zumindest ein paar Mal in der Woche unsere Muskeln benutzen. Indem wir hin und wieder auch mal Vollgas geben. Ein paar Minuten nur. Und dann, und nur dann wird unser Körper dauerhaft so aussehen, wie er gedacht war. Schlank, stark und gesund. Und dann, und nur dann, geht er nicht kaputt, rostet ein oder verliert seine Fähigkeiten. Und das wäre doch ja mal schade. Du steckst in dem einzigen Körper, den du jemals haben wirst. Einen neuen wirst du nicht mehr kriegen, bestenfalls ein paar Ersatzteile. Es lohnt sich, was zu unternehmen. Und das ist nicht so schwer. Schritte, Muskeln, Vollgas, hin und wieder. Und wie du das realisierst, da gibt es 3 Millionen Möglichkeiten. Artgerechte Bewegung musst du dir organisieren. Die musst du dir bewusst in deinen Kalender schreiben und du musst sie bewusst auch tun, weil sie in deinem Leben normalerweise heute nicht mehr vorkommt. Aber das geht. Es braucht ja gar nicht viel. Ich wünsche dir eine bewegte Woche. Kleines PS noch. Man kann mich übrigens buchen für Vorträge, Keynotes, Webinare, Workshops und für Coachings. Im Businessumfeld und ebenso im privaten Rahmen. Anfragen per E-Mail an ralf@barefootway.de. Bis die Tage. Dein Ralf Bohlmann.